Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, dass seit einigen Wochen jetzt kein Video mehr gekommen ist und dass heute der dritte Geburtstag meines YouTube-Kanals ist. Aber genau das ist der Inhalt des Videos. In den letzten beiden Jahren, oder zumindest im letzten Jahr, an dem zweiten Geburtstag von King of Dog, gab es ja ein einigermaßen gutes Special-Video. Betonung auf einigermaßen. Auf jeden Fall wollte ich dieses Jahr sowas auch machen, hat dann aber nicht so ganz geklappt, weil ich irgendwie gar keinen Bock hatte auf irgendwie so das zu machen. Ich weiß nicht wieso, aber ist halt so. Und deswegen kommt halt dieses, ja, einfach nur so ein Special-Video, in dem ich laber, ja, der Kanal ist 3 Wochen alt, 3 Jahre alt. Ja. Ich habe einige Versuche schon jetzt gemacht, wieder mal Videos aktiv zu bringen. Hat aber nicht geklappt. Jedes Mal hat es nicht geklappt. Und ja. Was ich jetzt versuche erstmal zu machen, ist jetzt schon mal den Adventskalender anzufangen. Adventskalender 2016. Das wird wahrscheinlich die nächste einigermaßen aktive Videoreihe werden, die es auf meinem Kanal gibt. Wenn überhaupt, wenn ich es überhaupt bis Dezember schaffe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ich könnte fast denken, dass nichts wird, aber ich will jetzt mal nicht zu depressiv, pessimistisch wirken. Also, wir drücken alle ganz doll die Daumen, dass ich es schaffe, bis Dezember den Adventskalender auf die Beine zu stellen. Ja, wahrscheinlich halt. Das ist irgendwie extrem dumm. Ja. Das wär's dann mit diesem Video. Also, ja. Adventskalender 2016 ist wahrscheinlich, also der 1. Dezember ist wahrscheinlich das nächste Video, was ihr seht. Oder da kommt das nächste Video, was ihr seht. Das ist irgendwie traurig, wenn man so überlegt. In den letzten Jahren habe ich so extrem viele Videos gemacht. Voll so. Ich habe mal ausgerechnet. Und zwar in den Jahren 2013 bis Ende 2015 eben, habe ich durchschnittlich 21,275 Videos gemacht pro Monat. Und jetzt im Jahr 2016 sind das so sagen und schreibe 2,125 Videos. Ist das nicht mal krass? 2 Videos im Monat und noch ein paar gequetschte. 2 Videos? Alter, das ist echt krass, Mann. Also, ich habe, glaube ich, dieses Jahr vielleicht so allerhöchstens 20 Videos gemacht. Allerhöchstens. Also, das ist, what the fuck, man? Und da habe ich vielleicht noch 40 alte Videos auf privat gestellt. Geil, Alter, so muss das. Also, so läuft das auf jeden Fall weiter. Ja, was ich allerdings im Moment wirklich mache, ist an der Webseite arbeiten. Die sollte eventuell demnächst, eventuell, ganz vielleicht online kommen. Ich muss noch gucken, welche Domain ich nehme. Kingofdog.de, org, info, net. Okay, net ist nicht verfügbar. Komm auch nicht, leider. tv.dog.köln. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, das kommt eventuell. Außerdem programmiere ich ein bisschen an so 1-2 Apps. Für den PC und für Android. Vielleicht werde ich da auch noch ein paar Videos zu machen. Also, das ist eigentlich so der größte Teil, den ich derzeit so mache. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich gerne Videos mache. Hey. Yeah, also, das wäre es von diesem Video. Also, ich spreche gerade mit so einem dummen Akzent. Ich weiß nicht wieso, aber ist auch so. Nee, und ich finde es voll lustig und so eigentlich nicht. Aber, ja, jetzt habt ihr dieses scheiß Video hier als Special für 3 Jahre schwachsinnigen Content auf YouTube. Ist aber immer noch besser als diese ganzen Challenges, bei denen man sich mit Lebensmittel badet. Ah, ich bade in 40 Kilogramm Nutella. Oh,
gerade in Chicken Wings. Ah, ja, das ist schön. Oder auch sowas, solche Videos wie der und der hat mich bedroht und fast geschlagen. Oh, da, 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 da. Warum mache ich eigentlich gerade so einen behinderten Akzent ein? Und warum rege ich mich gerade über den Content aus YouTube Deutschland aus? Das weiß doch jeder normale Typ, dass der Content in YouTube Deutschland scheiße ist. Naja, egal. Ich würde mich dann auf jeden Fall mal verabschieden. Aber ich würde es nur machen, deswegen verabschiede ich mich nicht.